Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Assassin's Creed Unity mit deinem Dulag. Wir sind mitten im Spiel angekommen, sind eine Assassine geworden, nachdem unser Vater und unser Ziehvater ermordet wurden, wir des Mordes beschuldigt wurden, selbst unsere Geliebte denkt, dass wir schuld sind, zumindest sind wir verantwortlich. Und das stimmt ja auch in Teilen, wir haben ja die Nachricht nicht zuverlässig ausgehändigt. Ach, man kann ja nach Versailles reisen, sehe ich gerade. Aber was machen wir jetzt? Wir hätten jetzt die Wahl-Story-Mission weiterzumachen, machen wir aber gerade nicht, denn wir haben hier ein wunderbares Café-Theatre, von dem wir jetzt Verwaltungschef sind. Und wir müssen gucken, wie wir das hier in Schuss halten können. Deswegen schauen wir nochmal. Arne wurde zum Verwalter des Café-Theatre ernannt, eines alten Spionagenests der Assassinen. Er erkundet das Gebäude und bringt in Erfahrung, wie man es verbessern kann. Schauen wir doch mal, was wir da so tun können für unser schönes Theater. Café-Theater. Also nicht Café ist das ja. Kann ich euch behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Ein Weg zum Sanktuarium. Nicht so protzig wie der Eingang zur Sainte Chapelle, doch dafür gehört es uns. Es war Teil unseres Spionagenetzwerks. Aber im Moment sind es harte Zeiten. Wie kann ich helfen? Ich halte Ausschau nach allen Gelegenheiten, die sich ergeben mögen. Vielleicht solltet ihr auch mit dem Verwalter darüber sprechen, das Gebäude zu renovieren. Ich bin aber zurzeit alles andere als flüssig. Alle Einnahmen des Cafés gehören euch und ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Das Geld wird in einer Truhe im Arbeitszimmer hinterlegt. Und je mehr ihr hier verbessert, desto mehr Einnahmen. Genau. Ihr werdet feststellen, dass die Expansion in andere Bezirke ebenfalls Gewinne abwirft. Merci. Ach, schau einer an. Willkommen beim Wirtschaftssimulator. Nein, es ist der geilste Spiel des Jahres Simulator. Es ist Assassin's Creed. Cafeterte Einkommen abholen. In der Truhe hinterm Dingsbums. Wieso soll das denn? Sie hat doch gesagt, dass. Ah, okay. Ich dachte schon, ist so weit weg jetzt. So ein schickes Theater, was wir hier haben, ne? Cafetheater. Was ist das? Erkunden. Zimmer des Intendanten. Greifen Sie hier auf Einkommen zu, verwalten. Kammer der Andenken. Greifen Sie auf Erinnerung Arnos Mission zu. Trainingsraum. Ein fettes Anwesen, was wir da jetzt verwalten. Trainieren Sie, um Ihre Assassinenfähigkeiten zu verbessern. Lesen Sie Elise Briefe, sehen Sie Ihr Profil an und prüfen Sie Ihre Ausrüstung. Vermächtniskammer. Greifen Sie auf Ihre Gedenken und Touren zu. Clubsaal. Greifen Sie auf all Ihre Clubaktivitäten zu. Rüstkammer. Löse den Nostradamus-Rätsel, um die Rüstung des Thomas de Canaroni freizuschalten. Ja, Wahnsinn, das ist ja ein Riesending hier. Was ist das? Zustandsbericht. Andenken 784. Eigene Geschäftsclubs, Mission, Renovierung, Truheninhalt, aktuelles Einkommen 20, renovieren, Erdgeschoss 100, Fassade, der letzte Schliff. Ja, machen wir ein bisschen hier. Die Arbeiter, die das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. Verschönerung. Eine Café-Theater-Mission wurde freigeschaltet. So, Halle können wir auch noch mal ein bisschen pimpen. Die Vorbesitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. Das ist ein nettes Feature.
Fassade kostet direkt 1000. Na komm, warum denn der nicht? Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Da 1000 für frisches Wasser? Ja, haben wir 3 von 5 Renovierungen schon mal gemacht, ne? Ist doch schon mal was. Arbeitszimmersintendanten, Einkommen verfügbar, 20 von 80. Einkommen nehmen. Oh. Super, 20. Das sollte reichen. Oh, das war's reinkommen. Wo sind die Missionen? Arbeitszimmer. Können wir denn hier noch so Schönes machen? In unserem Häuschen hier. Ach, schön dekoriert. Wollt ihr kämpfen, Monsieur? Wie bitte? Ein Übungskampf. Ein Assassine muss gut vorbereitet sein. Lautet unser Motto, nicht im Schatten zu arbeiten, unbemerkt zu bleiben und all das? Nennt es einen Ausweichplan. Es ist besser, hier in Sicherheit zu üben, als mit Schlägern auf der Straße zu kämpfen, oder? Touché. Touché, mein Freund. Fähigkeiten werden besser. Na dann. Was können wir denn trainieren? Schmetterschlag. Bomben werfen, schnelles Rutschen. Luftattentat. Ich kann hier nur Dinge trainieren, die ich schon kann, oder wie ist das? Nein. Trainingsmission, Luftattentat. Okay, das machen wir jetzt nicht. Ich will eigentlich so eine Theatermission machen. Café-Theatermission, das. Und was ist das hier? Hier kann man auch schnell hinreisen. Rätsel lösen. Versailles. Clubsaal. Machen wir so ein Rätsel und dann diese Theatermission. Interessant, wobei interessant natürlich auch wäre der Clubsaal. Ne? Wie sieht der denn aus? Briefe von Elise. Briefe lesen. Paris, 23. September 1788. Lieber Arnaud, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran?
Es hatte eine Woche lang geschneit. Wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne. Nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht. Jedoch nicht jetzt und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten. Und mein Zuhause. Und du. Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die Deine, Elise. Oh je, oh je. Das war ein Brief vor dem tragischen Schicksal ihres Vaters. Paris? Vielleicht sollte ich Lafreniere nächstes Mal nicht erwähnen. Nein, nein, nein. Wieso sitze ich denn da hin? Und ihren Vater nie überreden, mich nach Paris mitzunehmen. Eigentlich wollte ich noch mal kurz beim Clubsaal vorbeischneien. Was ist denn der? Schauen wir mal da unten nochmal, wo dieses Nostradamus-Rätsel ist. Hier sein. Wo ist hier ein Rätsel? Das ist das größte Rätsel, das wo das Rätsel ist. Vielleicht fährt er oben. Wahrscheinlich weiter oben. Vielleicht da. Oh, was ist denn da los? Sammlung ansehen. Die Freiheitsstatue. Freischaltbedingungen. Erhalten Sie alle Belohnungen im Helix-Service von Belle Epoque. Die La Liberté in L'Entrain Le Monde wurde in Frankreich entworfen und konstruiert, um den Vereinigten Staaten am 18. Oktober geschenkt. Wo ist das Rätsel? Da ist, könnte ein Rätsel sein. Hoppala. Mal das Andenken. Ihre Andenken, Leistung, Einzelspielermission. Da oben vielleicht. Ist was.
Na, geh doch runter. Ist doch weiter unten. Ich mir Schugge. Okay, wahrscheinlich fehlt mir da noch irgendwas. Na gut, dann soll es halt nicht sein. Dann gehen wir jetzt zur Mission. Das sieht doch schon besser aus hier. Auto Daffy. Die Hebertisten verbrennen seltene religiöse Manuskripte, von denen einige Assassinengeheimnisse enthalten. Sie müssen vor der Zerstörung gerettet werden. Bücherregale und Bücher wurden dem Karren hinzugefügt. Akzeptieren und nachverfolgen. Ein paar royalistische Fanatiker, genannt Les Actes des Apôtres, sind dabei, Bücher zu verbrennen. Viele seltene Manuskripte sind in Gefahr. Trefft meinen Kontakt am Place Dauphine und rettet, was ihr könnt. Wir werden ihnen hier ein schönes Heim bieten. Okay, wie weit? 600 Meter? Ui. Da sogar, immer Schnellreise. Ja, bitteschön, einmal gerne dahin. Mit Lufttaxi. Da bin ich immer gespannt, was das bringt, wenn man das Haus-Upgrade kriegen. Kohle ja sehr wichtig hier für Gegenstände, Verbesserungen, Klamotten. Wir können ja Gürtel kaufen, Umhänge, Waffen, Handschuhe. Und vieles davon verbessert ja sogar das Schleichen, was gut ist. So. Der Justizpalast. Na, kletter doch mal herunter, Freund. Kein Schnellabstieg. Da. So, auf geht's. Wo geht's wieder Stress? Du bist kein Läufer! Ja, haben wir jetzt gar nicht gemacht, aber plündern können wir ja trotzdem, ne? Hier. Beide Fuchen kann er nicht verteidigen. So, bitte schön, Jungs. Hab euch gerne geholfen. Das ist der Dank. Platz machen. Hier kommt die Assassine.
Gut, dass ihr hier seid. Sie haben den Großteil von Monsieur de Champs Bibliothek verbrannt. Bitte, rettet, was ihr könnt. Mit dem Kontakt sprechen. Manuskripte beschaffen. Komm zurück! Sitzt dir die Hose etwa zu eng? Verdammt. Hätte man hier mehr schlafen müssen. Er wählt mit dem Schwert weiter, wenn man so schnell plündert. Hätte ich auch mehr undercover machen können. Manuskript beschaffen. Und was noch? Neues Ziel, aus dem Gebiet fliehen. Also fliehen. Fortfahren. Ja, super. War eine kurze Mission, aber denke ich mal, für unser Häuschen ein bisschen was gebracht. Haben ein bisschen geschnetzelt hier. Mal schauen, das nächste Mal ein bisschen mehr undercover. Und wir machen in der nächsten Folge auch mit der Story weiter. Bin mal gespannt, wie es weitergeht hier mit uns. Coole Sache hier. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns. Ciao, ciao.